Willkommen zum 5-Links-Videokurs. Heute geht's um den Schnitt. Wie ging's dir oder wie ging's euch mit der Aufnahme? Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß zusammen. Vielleicht hast du das Material schon auf deinen Computer gezogen und auch den Schnitt schon gemacht. Super! Wenn du mit dem Handy deine Filmaufnahmen gemacht hast und auch schneidest, dann hast du das Material ja schon in deinem Schnittsystem. Doch vielleicht solltest du dein Material umbenennen, damit du es leichter wieder findest. Wenn du dein Material auf einem Computer schneidest, dann ordne deine Dateien in eine logische Ordnerstruktur und benenne deine Dateien um, so dass alles ordentlich aussieht und du deine Sachen wieder findest. Wenn du an einem echten Projekt arbeitest, mach bitte, bitte ein Backup deiner Dateien auf eine externe Festplatte. Eine Datensicherung hat mich schon mehrmals davor bewahrt, Filmmaterial zu verlieren. Lasst uns tiefer in den Filmschnitt einsteigen und besonders der Frage nachgehen, wo und warum schneiden wir. Auch in der Interview-Nachbearbeitung im Interview-Schnitt hast du viele Möglichkeiten zu schneiden. Es braucht ein bisschen Erfahrung, um dann herauszufinden, wo genau der Schnitt sein soll. Doch ich bin mir sicher, auch du wirst diese Kunst beherrschen. Wie immer findest du in der Beschreibung dieses Videos deine 5 Links, um tiefer in den Filmschnitt einzusteigen. Auch deine Aufgabe für diese Lektion ist in der Beschreibung erwähnt. Schneide dein Interview zusammen. Zuerst die Einleitung, dann die Frage Nummer 1, gefolgt von der Antwort Nummer 1. Dann die Frage Nummer 2, gefolgt von der Antwort Nummer 2. Und so weiter. Und am Ende bringe einfach auch noch den Abschlussclip in deinen Schnitt. Bitte teile deine Erfahrungen im Kommentarbereich dieses Videos. Wenn du willst, kannst du dein Video, deinen fertigen Schnitt auch irgendwo hochladen und den Link auch hier im Kommentarbereich teilen. Bitte schreibe deine Fragen und andere Kommentare ebenso in den Kommentarbereich dieses Videos. Viel Spaß beim Schneiden und bis später dann. Ja, der Filmschnitt. Also ich find's voll interessant, den Filmschnitt. Am Anfang dachte ich so in meiner Laufbahn als Filmemacher, Kamera ist das Nonplusultra. Aber jetzt mag ich, im Schnitt, da kommt erst das Ganze zusammen und da kommt die komplette Kreativität zusammen.